noch zweimal schlafen, dann ist es bereits soweit. Dann ist auch schon Heiligabend, der 24. Und an alle Last-Minute-Shopper bitte nicht vergessen, das ist ein Sonntag. Es gibt da meistens immer wieder Leute, die wirklich an dem Tag, an Weihnachten, tatsächlich noch viele Geschenke besorgen. Das ist eben diesmal nicht möglich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Grund dafür, warum heute die Stadt so unglaublich voll ist. Auch hier auf der Kärntner Straße, wo wir uns aktuell befinden, ist wirklich die Hölle los. Aber das ist gut, denn das freut natürlich auch hier den Handel, denn die Zahlen, die waren auf jeden Fall schlechter als auch in den letzten Jahren. Liegt natürlich auch daran, dass ja unter anderem die Kaufkraft viel geringer ist aufgrund der ganzen Teuerungen. Die Leute wissen leider nicht mehr, wie sie sich in so vielen Bereichen das Leben leisten sollen. Und auch laut einer Statistik ging eben deswegen auch die Bereitschaft oder beziehungsweise einfach auch die Möglichkeit, Geschenke auszugeben, hier ein bisschen zurück im Wert. Das heißt, waren das hier vor ein bis zwei Jahren noch um die 300 Euro, die man hier für Geschenke investiert hat, dann geht das Ganze auf um die 259 Euro angeblich zurück. Aber wie gesagt, das soll natürlich die gute Stimmung nicht ganz trüben. Natürlich ist immer das Schönste, wenn man Zeit schenkt, wenn man zusammenkommt mit der Familie. Aber auch das ist nicht für alle möglich. Und auch da vielleicht schön, wenn man sich ja mit den Freunden zusammentut, wenn die Familie nicht mehr vielleicht vorhanden ist. Vielleicht mit Nachbarn, die ebenfalls alleine sind. Und es gibt auch ganz viele Hotlines. Auch das vielleicht wichtig zu erwähnen, weil so romantisch ist eben für alle auch nicht immer die Zeit. Aber kommen wir noch zum Thema Shopping zurück und zum Thema Handel. Ganz viele habe ich hier schon gesehen mit großen Geschenksäcken, die schön eingepackt sind. Also da wird wohl das ein oder andere Geschenk bestimmt am 24. unter dem Christbaum landen. Apropos Christbäume, da gab es übrigens riesen Preisunterschiede tatsächlich von Bundesland zu Bundesland und von Stand zu Stand. Also um die, ja, fast 100% Preisunterschied manchmal sogar, das ist wirklich unglaublich. Bei uns in Niederösterreich draußen übrigens habe ich mich auch mal umgesehen und ein Baum in der Höhe von um die 2 Meter hat da doch schon schlappe 130 Euro gekostet. Das bei einem ganz speziellen Stand, das ist jetzt natürlich nicht wenig. Aber wie gesagt, irgendwie gehört sie auch dazu. Oder sie machen es einfach so wie ich. Und ich habe jedes Jahr tatsächlich einen Baum, den ich aus der Kiste hole. Also das heißt, das ist natürlich vielleicht nicht so schön, aber vielleicht nachhaltig. Wer weiß das schon. Also auf jeden Fall gibt es jetzt wieder schöne Motivationen für die Traditionen, die wieder vielleicht ins Leben zurückzuholen. Vielleicht Traditionen, die man selbst schon als Kind erlebt hat, die man jetzt mit der eigenen Familie nochmal aufrollen möchte. Das beginnt vielleicht beim Weihnachtsabend, ob man gewisse Lieder singen möchte. Vielleicht bei dem, wie die Bescherung über die Bühne geht. Oder vielleicht auch ein ganz bestimmtes Weihnachtsessen, das man eben selbst noch kennt, wie man selbst ein Kind war. Und übrigens ganz hoch im Kurs, vor allem im Burgenland, soll da tatsächlich das Gansel stehen. Also nicht nur zur Ganzelzeit, sondern auch zur Weihnachtszeit gibt es hier anscheinend Gansel mit Rotkohl und Knödel. Ich finde, das geht auf jeden Fall immer. Karpfen allerdings, auch gebackener Karpfen, auch ganz hoch im Kurs. Genauso wie unter anderem auch Kartoffel-Mayonnaise-Salat, habe ich gelesen. Also auch das nicht schlecht. Und vielleicht auch noch zum Thema Geschenke. Immer beliebter werden natürlich Geldgeschenke, ganz klar. Und vielleicht das auch in Form von Gutscheinen. Dann kann man wirklich selbst entscheiden, was man denn gerne hätte. Und vielleicht muss da nicht so viel wieder zurückgegeben werden. Socken gehen übrigens immer. Die große Frage ist natürlich nur, ob man das auch tatsächlich dann so verschenken möchte. Und Parfum ebenfalls, genauso wie auch ein bisschen Mode, auch immer wieder ganz hoch im Kurs, genauso wie natürlich auch ganz, ganz viele Spielsachen. Also egal, wie Sie den Heiligen Abend verbringen, wir wünschen Ihnen jetzt natürlich schon ein wunderschönes Fest und ja, wir hoffen, Sie kommen mehr oder weniger vielleicht gut wettermäßig durch, denn es soll zumindest keine weißen Weihnachten geben in Tiefenlagen, dafür ein bisschen Regen, also bitte passen Sie auf, wenn Sie auf den Straßen unterwegs sind.